Schwarmintelligenz heisst der Ansatz, der darauf basiert, dass Gruppen von Individuen durch Zusammenarbeit intelligente Entscheidungen treffen. Beispiele gibt es in der Natur, aber auch in der Wirtschaft oder im Internet. Und in der Erste Hilfe, erstaunlicherweise, haben wir das nie geschafft. Erste Hilfe, obwohl das Militär- und Motorfahrzeugausbildung ist Kompetenz, aber leider ganz an einem kleinen Ort. Und das ist an sich für mich bis heute nicht klar, weil die Erste Hilfe finde ich eigentlich so schwierig nicht wäre. Trotzdem sieht Andreas Juchli auch rund um die betriebliche Erste Hilfe viel Potenzial für Schwarmintelligenz. Es ist wie vieles im Leben, es ist eigentlich offensichtlich, statt dass man Einzelne ausbildet, die dann Ersthelfer sollen sein sollen, sagen wir und haben einen Weg gefunden, wie jeder ein Ersthelfer kann sein, wie jeder Hilfe leisten kann. Schwarmintelligenz bedeutet, das ganze Kollektiv, alle am Arbeitsplatz wissen, was zu machen ist. Die Frage ist, wie schaffen wir das? Wir schaffen das, weil wir halt die Leute telefonisch unterstützen. Es sind unsere Sensoren vor Ort, sagen uns, was sie sehen, was sie schmecken, was sie hören. Und wir sagen ihnen, was sie machen und wissen, wie wir sie anleiten. Und das können wir einfach und effizient ausbilden und geben so Arbeitgeber auch eine Möglichkeit, für Erste Hilfe zu sorgen, gesetzeskonform, aber eben auch, dass es wirklich funktioniert. Und parallel ist das Ziel, möglichst viel von diesen Mitarbeitenden zu erreichen über so, Schwarmintelligenz-Roadshows. Und dort trainieren wir die Emergency Skills. Da kannst du einfach vermitteln mit einem Video, wo man sieht, wie bei einem Skateboard-Unfall ist jetzt in diesem Video, jemand den Kopf so massiv aufschlägt die ganze Zeit, weswegen es so entscheidend ist, sofort den Kopf von Aufprall zu schützen. Dass sie das schon machen tun, bevor wir telefonisch ihnen sagen, was sie machen müssen. Die Emergency Skills, die wir entwickelt haben, das sind 7, 8, 9. Das wird andere auch sagen, das ist naheliegend. Und du musst dann halt am Schluss machen. Die kannst du, ich sage jetzt, schon in 60 Minuten vermitteln. Idealerweise ist es 2 Stunden. Und dann kannst du so Roadshows machen und du weißt, du wirst nicht von Anfang an 100% von der Belegschaft erreichen. Aber über die Zeit wirst du einfach mehr und mehr erreichen. Es geht um die Wirkung im Ziel. Wir kämpfen um jede Sekunde beim Kreislaufstillstand, wo rascher Kompressionen gemacht werden, wo die Hands-off-Time kürzer ist, wo defibrilliert wird. Das sind die Punkte. Und das ist auch das in den Emergency Skills. Sogar das Beatmen kannst du zurückstellen. Nicht nur zeitlich jetzt in der Reanimation, sondern auch ausbildungstechnisch. Weil wir können jemandem sagen, wie er beatmen soll. Aber das sofort zu realisieren, sofort zu starten, nicht Angst davor zu haben, Kompressionen zu machen, die vielleicht einfach schlussendlich zu früh sind, das musst du mit nicht trainieren. Gibt es eine Quote, wenn man von Schwarmintelligenz reden kann? Und apropos Quote, wie hoch soll der IQ von so einem Schwarm eigentlich sein? Der Grundsatz ist für mich die Schwarmintelligenz, man sagt, jede Person ist eine hilfeleistende Person. Das ist Schwarmintelligenz. Wenn die Intelligenz bedeutet, ich bin in der Lage, ein Ziel zu erreichen, und das Ziel heisst zum Beispiel, überlebensfähige Personen sollen überleben, dann ist es sehr wohl eine Maximierung der Intelligenz. Weil es geht nicht um den Einzelnen, sondern es geht um die Organisation. Es ist mir doch egal, wer defibrilliert. Hauptsache, es wird defibrilliert. Und wenn, möglichst frühzeitig. Eine Notfallorganisation müsse verhältnismäßig und natürlich auch wirtschaftlich sein, sagt Andreas Juchli. Eine Firma, die die Notfallorganisation nicht wirtschaftlich organisiert, der wird sie auch nie nachhaltig funktionierend organisieren. Dann machst du mal wieder einen Kurs. Und ich sage jedem, der sagt, ich will einen Kurs, man sagt, ja, aber du musst jetzt die Frage stellen, und auf was willst du denn erreichen und wie willst du es halten? Also ist die Wirtschaftlichkeit ganz entscheidend dafür, dass man ein nachhaltiges funktionierendes System herbringt. Ich meine, ich kann IVR-Stufen 1 bis 3 machen, viele IVR-Kurse, machen viele Top-10-Kurse, wir haben viele noch immer noch klassische Betriebsentäte. Es ist ja nicht das Entweder-Oder, du kannst es auch miteinander kombinieren. Also ein Standort, wo gross sind, wo du kannst sagen, da können wir problemlos, wo du vielleicht einen technischen Dienst hast, der regelmäßig vor Ort ist, da kannst du ganz normal sagen, ich mache die betriebliche Erste Hilfe auch. Und vielleicht, je nachdem, wie du willst, ergänzend Schwarmintelligenz. Aber insbesondere dort, wo es einfach unverhältnismäßig ist, so eine klassische Betriebsentätigungsorganisation zu machen, dort ist Schwarmintelligenz das perfekte Instrument. Und von diesem Ansatz profitiere ich nicht nur im Betrieb, sondern die ganze Gesellschaft. Und natürlich, ja, es gibt auch einen positiven Nebeneffekt da, dass man dann halt auch auf dem Fußballplatz oder im Quartier oder wo auch immer viel besser noch helfen kann. Und darum ist Schwarmintelligenz für mich sehr viel auch an die Kultur gebunden, dass auch ich als
als Mitglied von der Schwarmintelligenz begreife, was für eine Aufgabe ich habe und mich wohlfühle dabei. Oder? Einen ausführlichen Artikel zum Thema Schwarmintelligenz in der Ersten Hilfe gibt es unter safetysecurity.ch.